Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit dem FC Bayern München. Ja, wir sind wieder zurück beim Legends Revenge Cup unter dem Motto Bayerns Reitzug durch Europa. Ja, wir sind also wieder zurück bei der besten Liga der Welt und wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle. Es stehen noch 5 Spiele an. 5 Spiele, und heute steht also der 34. Spieltag. Wir müssen gegen den AS Rom und heute kann vielleicht schon die Meisterschaft entschieden werden. Wir haben momentan 12 Punkte Vorsprung. Sollten wir gewinnen und Real Madrid nicht gewinnen, dann sind wir Meister. Dann haben wir die Meisterschaft sicher in der Tasche. Und das ist auf jeden Fall heute unser Ziel. So, wir gehen rein ins Spiel gegen Rom. Wir spielen in Italien, der Hauptstadt von, ja, in der Hauptstadt Italiens gegen Rom. Und ja, auf Schnee in Rom habe ich gesagt, gar keinen Bock. Wir spielen bei schönem heiterem Wetter im Stadio Olimpico und dann gehen wir auch rein ins Spiel. Ja, der FC Bayern München gegen den AS Rom. In der Hinrunde haben wir gegen Rom mit 1:0 zu Hause verloren. Das war unsere erste Saisonniederlage und eine von den wenigen. Ja, mal schauen, wie es heute wird. So, und da wären wir angekommen im Stadio Olimpico in Rom, in der Hauptstadt Italiens. Heute der AS Rom gegen den FC Bayern München, und ja, viele können sich wahrscheinlich noch an die Hinrunde dieser Legends Revenge Cup erinnern. Da haben ja die Bayern zu Hause mit 1:0 verloren. Seitdem ist viel passiert, die Bayern stehen unangefochten auf Platz 1, der AS Rom steht unangefochten auf Platz 19. Ja, wir sind gespannt, was das hier heute wird. Eins ist klar, die Bayern müssen auf jeden Fall die Konzentration hochhalten. Es ist noch nicht geschafft. Das Meisterding ist noch nicht entschieden. Real Madrid kann noch kommen und Ronaldo ist momentan in unglaublich starker Form. Deswegen müssen die Bayern die Konzentration hochhalten und heute, ja, die 3 Punkte im Idealfall mitnehmen. So, wir schauen direkt mal auf die Aufstellung vom Gastgeber, vom AS Rom. Im Tor haben wir Szczęsny, heißt er, glaube ich. Sharabi links, Falco rechts, Edin Dzeko zentral, Strutman, De Rossi und Nainggolan ins Mittelfeld komplett. Die Abwehr habt ihr selber mitlesen können. Und ja, hier sind wir auch hier im Fall Franck Ribéry und hier sind wir auch passend dazu die Aufstellung vom FC Bayern München. Lewandowski heute nur auf der Bank, bekommt eine kleine Pause. Vorne Thomas Müller, Ribéry, Robben, Joshua Kimmich, Thiago und Roth im Mittelfeld, Juan Bernat, Rafinha, Mohamed Schirum, Boateng und Holger Badstuber über die Abwehr komplett. Im Tor natürlich Bayerns Nummer 1, Manuel Neuer. Und jetzt legen wir los. Die Stimmung im Stadion ist gut. Die Römer machen ordentlich Stimmung und jetzt ist auch Robben bereit. Der Schiri legt den Ball auch endlich zurecht und jetzt können wir also loslegen. Also Anstoß geht's für die Italiener und damit läuft der 34. Spieltag im Legends Revenge Cup. Und eins ist klar, wenn die Bayern hier heute die 3 Punkte mitnehmen, dann sind sie eigentlich schon fast nicht mehr einholen. Aber wir wissen eins, Rom ist nicht zu unterschätzen. Sie haben in München gewonnen. Das haben nicht viele in diesem Jahr geschafft. Und Juan Bernat schnappt diesen Ball in allerhöchster Not schon wieder. Und jetzt Thomas Müller. So, die Bayern schwärmen aus. Da ist Robben am Ball. Langer Ball von Müller, den bekommt aber Robben. Und will jetzt natürlich sofort Tempo machen. Das macht er. So, Robben. Robben sucht und findet mit diesem Ball Thiago. Aber dieser kommt nicht hin. Die Abwehr bei Rom steht gut. Und man merkt schon mal eins. Die Italiener gehen auf jeden Fall ordentlich ran an diesen Speck. Wollen jetzt sofort das Tor machen. Da ist Florenzi am Ball. Da geht es zu Strutman, aber da ist Joshua Kimmich dazwischen gegangen. Und deswegen wieder die Bayern zurück am Ball. Und da ist jetzt Thomas Müller. Müller natürlich ein fabelhafter Fußball. Und er zieht einfach mal ab aus der Distanz. Da wollte er einfach mal den Torhüter in der Anfangsphase überraschen. Aber das ist ihm nicht gelungen. Szczęsny mit einer Glanzparade, aber da kommt er gerade noch so ran. Starker Schuss von Thomas Müller, der da viel zu viel Platz in der Mitte bekommt. Eckball gibt es für die Bayern und zwar in den ersten. So, da ist Ribéry und er sieht natürlich Thiago Alcantara. Thiago Alcantara! Nicht schlecht, nicht schlecht. Der Verteidiger dazwischen, ich weiß nicht, ob der am Tor vorbeigegangen wäre. Auf jeden Fall eine gute Chance für die Bayern. Allerdings bleibt sie beim 0:0 und sofort wieder die heute auch in weiß gekleideten Münchner am Ball. So, da ist Rode. Oh, weiter geht's zu Robben. Der Pass kommt irgendwie wieder zurück, aber Edin Dzeko dazwischen. Und jetzt Nainggolan. Versucht hier erstmal die Aufmerksamkeit ein bisschen auf sich zu ziehen. Ist ihm gut gelungen, aber da kommt der Fehlpass. Und jetzt startet Ribéry. Ribéry im Laufduell. Im Laufduell. Da überholt ihn fast den Gegenspieler und holt ihn an den Ball nochmal. So, als Franck Ribéry probiert sie mit der Körpertäuschung, aber das gelingt hier nicht.
Rom steht bis jetzt ganz ordentlich und versucht hier ständig nach vorne auszuschwärmen. So, nächste Mal. Falque. Falque von Falk von Uhren. Banat, Banat muss da jetzt ran. Schafft sie mit der Grätsche. Falque im 16er. Falque legt vor und da gibt es die erste Chance für den AS Rom. Und es war Totti. Francesco Totti. Der hier die erste Chance bekommt. Oder was überhaupt? Ich glaube, es war Francesco Totti. Strafst jetzt bitte keine Lügen. So, Eckball auf jeden Fall für Rom. Sharawi mit der Ecke, aber da ist Manuel Neuer hier zur Stelle. Und weiter geht's über Boateng. Der weiter zu Thiago. Ne, zu Robben. Robben zu Thiago. Und jetzt versuchen die natürlich die beiden sofort zu kontern. Aber Rom macht das gut, stehen souverän im Mittelfeld. Aber trotzdem bieten sich die Räume. Diesmal für Juan Bernat. Weiter geht's zu Joshua Kimmich. Der sieht Müller. Thomas Müller kommt aber nicht durch. Und Rom macht das jetzt wirklich sehr, sehr gut. Also die Bayern haben heute auf jeden Fall einen würdigen Gegner bis jetzt gefunden. Und weiter geht's über Nainggolan. Der zieht Zukanovic von hinten. Und ich spiele jetzt erst in der Abwehr ein bisschen leer. Da ist Dying am Ball. Und jetzt der Ball zu Sharawi. So, jetzt gegen Rafinha. Wieder ein Laufduell. Rafinha kommt da nicht ganz hinterher. Sharawi mit der Flanke. Die ist gut, die ist gut. Und Bartschuber kann stören. Es gibt's Abstoß. Es gibt scheinbar Abschluss. Und hier nochmal Manuel Neuer mit seiner Parade gegen den Schuss. Ne, Strootman war es. Sorry, Strootman war es. Nicht Totti, sondern Strootman. Vor ein paar Minuten. Weiter geht's auf jeden Fall mit dem Ball. Über Thiago Alcantara. Sehr präsent bis jetzt. Bekommt oft den Ball, spielt ihn oft weiter. Und ja, Fehlpass von Kimmich. So, jetzt Rodman, nächste Chance, da ist Edin Dzeko. Dzeko, brandgefährlicher Stürmer, war ja auch mal in der Bundesliga. Hat er gegen die Bayern auch schon mal einen Hattrick, glaub, geschossen mit dem VfL Wolfsburg. Und jetzt die Chance wieder, der Ball in die Mitte. Oh, richtige Fehler und Boateng in höchster Not dazwischen. Und da muss er Glück haben, dass ihn da der Ball nicht selber ins Tor von meinem Fuß reinspringt. So, aber jetzt die Konterchance für den FC Bayern München. Da ist Müller, der sieht Ribéry. Franck Ribéry, Ribéry versucht durchzugehen. Ribéry sieht Robben, starke Pass. Robben, Robben und die Bayern führen. Und der FC Bayern München führt in der 28. Minute mit 1:0. Arjen Robben und die Bayern-Fans, sie springen auf. Denn die Münchner führen. Ribéry hat das Auge für Robben und er läuft in den 16 rein. Jeder bei Rom reißt den Arm nach oben. Das war Abseits, das war Abseits. Aber war es denn Abseits? Es war kein Abseits. Die Fahne bleibt unten. Robben hat da sogar ein bisschen Glück beim Abschluss. Aber egal, der Ball ist im Tor. Und der FC Bayern München führt mit 1:0 in Rom. Ja, Robben, sein 8. Tor im Legends Revenge Cup. Und das ist die 28. Minute. Und bis jetzt war das eine extrem ausgeglichene Sache. Rom hätte auch das Tor machen können. Und dann kommt Robben und Ribéry und machen hier das 1:0. Ja, schöne Kombination mit Ribéry. Und jetzt wird es natürlich schwer für die Italiener gegen diese Bayern-Front jetzt anzustimmen. Natürlich Bayern jetzt mit Rückenwind. Aber Müller bekommt auch mit Rückenwind diesen Ball nicht. Und jetzt geht's wieder los. So, da ist der Rossi. Ey, Francesco Totti spielt doch gar nicht mal. Sorry, war irgendwie so Brain AFK vorhin. Ich glaube, Francesco, ja, der spielt doch gar nicht mehr. Ich bin so dumm gerade. Egal. Auf jeden Fall Sebastian Roh der Ball. Weiter geht's zu Robben. Gerade das 1:0 gemacht. Verliert hier den Ball, bekommt ihn nochmal. Nächste Chance. Ja, außen geht Thiago. Nächste Chance für den. Robben läuft zu wieder in der. Der bekommt ihn und macht hier fast das 2:0. Macht hier fast das 2:0. Und Szczęsny mit einer unglaublichen Parade gegen Robben. Aus 2 Meter Entfernung hält er diesen perfekten Schuss. Unglaublich. Unglaubliche Parade. Ah, stark herausgespielt von den Bayern. So, nächste Chance hier. Wieder die Variante über Thiago Alcantara. Boah, ist das ein Ding. Starker Abschluss hier von Thiago. Starker Abschluss. Aber der trifft ihn auch nicht richtig. Der trifft ihn auch nicht richtig. Schade, schade. Szczęsny hält ihn da sicher. Nächster Eckball für die Bayern gibt. So, diesmal von der anderen Seite, diesmal über Robben. Der ruft sich aber Kimmich dazu. Genau. So, also Kimmich am Ball, weiter geht zu Robben. Und Robben sucht und findet hier Sebastian Rode. Rode zu Thiago. Thiago aus der Distanz, aber schießt da Thomas Müller mehr an. Nee, das war nicht Thomas Müller, das war Holger Bartschub. Und dann kriegt Müller den Ball, der war im Abseits. Und deswegen Freistoß für die Italiener. Ich weiß nicht, was da Müller alles hin und her läuft. Ja, Entscheidung ist richtig. Abstoß
für die Italiener gibt. So, da ist Szczęsny. Schöner Abschlag nach vorne, findet da Falque komplett frei. Weiter geht's zu Florenzi. Florenzi am Ball, der sieht Falque wieder. Der ist jetzt am Ball und bekommt hier auf der rechten Seite wieder ordentlich Platz. So, Juan Bernat ist da sonst wo. Bartschu bekommt jetzt zwar dazu, aber bedrängt ihn nicht mehr. Die Flanke ist nicht schlecht, aber Dzeko kommt nicht rein, der Mitte. Ja, Edin Dzeko, normal richtig Kopfball gefährlich. Heute bis jetzt sehr abgetaucht. So, und jetzt läuft er wieder Robben auf dem Weg nach vorne. Unglaublich, was der heute läuft. Und dann Dying, der drückt ihn da weg und es gibt Freistoß für die Bayern. Foulspiel vom Linksverteidiger beim AS Rom. Hat ja mal bei Paris Saint-Germain gespielt. Dying und jetzt Freistoß. Und der war es ganz, ganz knapp vorm 16er. Ja, hätte fast Elfmeter gegeben. So, was machen wir denn hier? Linksfuß brauchen wir. Robben ist ein starker Linksfuß, ich würde sagen, ja. So, schauen wir mal, ob wir den reinbringen. Also, Robben mit dem Freistoß direkt. Und Szczęsny mit der Glanzparade nochmal die Hereingabe und es gibt wieder mal Eckball. Also, der FC Bayern München nutzt hier die Gunst der Stunde und will das Tor machen, aber Szczęsny auch hier wieder stark gehalten, richtig stark gehalten. Auf der Linie, kann man sagen. Glanzparade. Sowas nennt man eine wahre Glanzparade. So, nächster Eckball für München. Ribéry sucht natürlich wieder Thiago. Thiago, interessante Variante. Szczęsny mit der Faust abgewehrt. Nochmal die Beine, da ist Bartstuber. Holger Bartstuber! So, jetzt gibt's mal Abstoß. Jetzt gibt's endlich mal Abstoß für Rom. Die wollen endlich mal wieder durchatmen. Die Bayern mit absolutem Powerplay noch zum Ende der ersten Halbzeit hin. Rom wackelt, aber hält bis jetzt das 0:1 noch stand. So, Szczęsny mit dem langen Abschlag nach vorne. Aber sofort wieder Rom am Ball über De Rossi. Nein, Gulan jetzt natürlich. Da ist Dying. Dying wieder auf dem Weg nach vorne, aber da wird er erstmal abgedrängt. Spielmittel, da ist Nein Gulan, der sieht Sharawi. So, da ist De Rossi. Und Robben dazwischen. Die Bayern nutzen momentan ihre Form aus. So, nächste Chance nochmal in der ersten Halbzeit. Das ist Franck Ribéry. Ribéry, da ist Müller. Müller, Müller, Müller. Kommt nicht hin. Kommt nicht hin. Kommt nicht hin. Szczęsny zur Stelle. Ich weiß nicht, ob Müller sogar im Abseits war. So, das war's auf jeden Fall mit der ersten Halbzeit. Und die Bayern-Fans, die werfen die Fäuste nach oben. Der FC Bayern München führt mit 1:0 dank seines Tores. Arjen Robben, starkes Spiel von ihm. Hat drei absolut überragende Torchancen gehabt. Eine hat er reingemacht, bei den anderen zwei war Szczęsny im Tor bei AS Rom der Sieger. Und ja, wir gehen nur ganz kurz die Halbzeitpause und dann schauen wir mal, was die zweite Halbzeit hier und heute so alles zu bieten hat. Ja, Manu Neuer, gutes Spiel von ihm. Und so sieht es also zur Halbzeitpause aus. Was macht Real? Unentschieden gegen Borussia Dortmund. Das heißt, sie würden uns momentan zum Meistertitel verhelfen. Manchester United führt, der FC Barcelona unentschieden gegen Chelsea. Und Manchester City führt gegen Zenit. Alles klar. Fitness schaut relativ solide aus. Dann gehen wir rein. In Halbzeit Nummer 2. Erster Wechsel. Falque geht raus. Hat gut gespielt, fand ich. Mohamed Salah kommt rein. Noch schneller natürlich auf dem Flügel jetzt. Falque sieht nicht so ganz glücklich aus, musste jetzt natürlich durch und weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Und da hat der FC Bayern den Anschluss bekommen und drückt natürlich sofort wieder über die rechte Seite nach vorne über Rafinha. So, der sieht außen Robben. Starker Pass von Rafinha. Robben muss jetzt da wahrscheinlich allein durch. Da kommt jetzt Rafinha dazu. Der legt ab zu Thiago. Thiago zu Kimmich. Die Bayern schieben sie den Ball hier einmal quer über die Spielhälfte. Jetzt ist wieder Kimmich am Ball. Kimmich mit dem Auge für Thiago. Thiago sieht Müller, 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 Müller und Szczęsny. Unglaublich, unglaublich, dieser Szczęsny im Tor bei Rom. Das war wieder mal eine der besten Paraden, die man je gesehen hat. So, wieder Sharawi. Stefan Sharawi, Flanke ist nicht schlecht. Neuer muss ran. Macht es gut. Kommt da Rom noch ran oder gibt es den Einwurf? Nein, sie. Oh, und ein unglücklicher Stoppfehler hier. Von Florenzi war es. So, zweiter Wechsel bei Rom. Drei, nee, sogar alle Wechsel. Pjanic und Francesco Totti kommen. Doch, Francesco Totti. Ich hab's doch gewusst, dass es den nur gibt. Edin Dzeko muss raus. Wundere mich ein bisschen. Er muss natürlich jetzt Platz machen für die Neuen. Und jetzt Einwurf für den FC Bayern. Das heißt, wir haben jetzt die 52. Spielminute und Rom hat bereits dreimal gewechselt. Sie können nicht mehr wechseln. Mal schauen, ob das hier noch Probleme gibt für die Italiener. So, da ist Robben wieder am Ball. Mit dem Ball zu Müller kommen ein paar Umwegen an. Müller, ein fantastischer Fußballer. Weiter geht's zu Thiago.
Thiago sieht Robben, sieht Ribéry. Schön gespielt, Ribéry! Und es wackelt das Aluminium. Unglaublicher Spielzug wieder mal vom FC Bayern und Ribéry mit einem Traumabschluss, der eigentlich hätte belohnt werden müssen. Und die Bayern kombinieren sie jetzt wieder mal durch. Aber diesmal ist bei Müller Endstation, bekommt den Ball nicht wirklich weitergeleitet. Ja, so schnell kann es gehen. Da zeigen die Bayern einmal wieder Tempo. Wunderschönes Passspiel. Und es sind 57 Minuten gespielt. Es steht immer noch 1-0 für die Bayern. Aber 1-0 ist ein knappes Ding. Das kann schnell mal kippen. Und jetzt Florenzia mal. Verfolgt von Juan Bernat. Da kommt Bernat nicht wirklich hinterher. Florenzia immer noch mit der Chance. Oh, Bernat rutscht vor Bayern Ball. Chance ist da. Und Manuel Neuer hält den Ball. Da beschweren sich die Mitspieler in der Mitte ein bisschen bei Florenzi, dass er da den Ball nicht abgibt. Francesco Totti wäre da bereit gewesen. Aber er wollte es einfach selber probieren. So, Eckball für Rom. Kommt von Sharawi rein, wartet hier lange. Oh, der kommt nicht gut. Ja, wieder direkt auf Manuel Neuer. Das ist nicht so gut, was Rom jetzt in der zweiten Halbzeit bis jetzt so bietet. Die Bayern dominieren eine Weile nächste Chance. So, Robben. Drüben ist wieder Ribéry. Wieder ein Traumpass. So, Ribéry, jetzt hat er die Chance, es zu machen. Jetzt mal es, Junge. Nein. Florenzin, letzte Sekunde dazwischen. Unglaublicher Pass von Robben und Ribéry bekommt den Ball wieder nicht ins Tor. Im letzten Moment schmeißt sich Florenzi wirklich dazwischen. So, Eckball für die Bayern gibt's. Robben. Bringt den zentral rein. Boateng rutscht der Ball über den Kopf drüber. Szczęsny war draußen, war da sehr irritiert und irgendwer hat sich jetzt, glaube ich, verletzt. Jetzt auf jeden Fall Mohamed Salah am Ball. Weiter geht's zu Florenzi mit dem langen Ball wieder zu Salah. Und dann der Fehlpass. Und jetzt dann der Fehlpass. Rafinha war mit vorne. So, und jetzt wieder schneller Aufbau hier. Und Müller. Momentan geht alles mit viel Tempo. Also es ist wenig Abwarten bei den Bayern. Die spielen momentan echt Vollgas nach vorne. Wollen jetzt natürlich das 2-0 machen. Aber Rom wird hier auf keinen Fall klein beigeben. So, Robben greift da früh an. Bringt aber bis jetzt alles nichts. Und dann der Fehlpass. Und so holst du keine Punkte gegen München. So nicht. So, und die Bayern natürlich sofort wieder Powerplay nach vorne. Dieser Bernat mit dem Ballverlust. Jetzt hat Mohamed Salah ein bisschen Platz. Da kommt Badstuber. Das war ein hartes Einsteigen hier von Badstuber. Das ist ein Freistoß. Bartz überholt da Mohamed Salah von den Beinen. Das ist einfach ein Freistoß. Da gibt es nichts dran zu mäkeln. Und da liegt einer rum. Ist der verletzt? Das ist Boateng, was der hier so einen Handstand macht. Ne, bitte, keine Ahnung. Ich hoffe, das Spiel hat sich jetzt nicht aufgehängt. Das wäre ziemlich uncool. Ne, hat sich nie aufgehängt. Wir können wechseln. Gut, wir wechseln auch dann direkt mal aus Ribéry. Da voraus ist viel gelaufen, ist aber total am Ende. Dann bringen wir Costa für Thiago und für Holger Badstuber. Der auch total am Ende ist. Medi Benatia, genau. Also, 3-4-6 beim FC Bayern München steht an. Keine Ahnung, was der da am Ball macht, ob der nur ein paar Aerobic-Übungen macht. So, auf jeden Fall 3-4-6. Ribéry, Thiago und Badstuber geht runter. Come on, Costa, Benatia neu auf dem Platz. Freistoß jetzt für Rom. So, das ist auf jeden Fall eine Chance. Aber diese Chance bleibt auch ungenutzt. Ball geht deutlich drüber, der Freistoß von Florenzi. Wobei, ja, der hat sie nur gut gesenkt, aber zu ungefährlich, geht dann fast über einen halben Meter übers Tor drüber. Es bleibt damit beim 1-0, aber ein 1-0, das ist 20 Minuten vor dem Ende noch lange kein sicherer Sieg für die Bayern. Also, sie müssen auf jeden Fall schauen, dass sie vielleicht jetzt hier nur eine 1 drauflegen. Das wird dem Ganzen Sicherheit geben. So, jetzt wieder mal Coman, der sieht Juan Bernat. Bernat mit Tempo, verfolgt von Pjanic. Juan Bernat. Macht das gut, sieht er das mit zurück, sieht Kingsley Coman, der das in den 16er reinläuft. Coman, aber dann bekommt er den Ball nicht wirklich weitergespielt. So, jetzt Stefan El Sharawi. Verfolgt von Costa, jetzt hat natürlich Sharawi dann einen sehr schnellen Gegenspieler. Ball geht ins Aus, Einwurf über Robben ausgeführt als Costa. Weiter geht's zu Rode, Rode sieht Müller. Thomas Müller, der tut sich jetzt auch schwer in der 2,5, er hat das Einstieg gegen Rode, Spiel läuft weiter. Ball gespielt. Jetzt Mohamed Salah mit einem riskanten Pass. Wenn da Robben dazwischen geht, dann brennt es wieder lichterloh bei Rom hinten drin. So, jetzt zu Kanovic. Weiter geht's zu Mohamed Salah. Salah macht das stark. Und dann kommt der Fehlpass. Und jetzt Rode. Jetzt muss der Pass kommen. Und er kommt. Und dann kann Coman diesen Ball nicht kontrollieren.
Hoffentlich rächt sie das nicht, diese Chancenverschwendung bei den Bayern. Wie gesagt, es sind noch über 10 Minuten hier zu spielen. Ein 1:0 ist noch lange kein sicherer Sieg. Ein Tor von Rom und es steht auf einmal unentschieden. Und jawohl, Robben ist mit dem Ball gewinnt, mit dem Pass zu Müller. Müller im Laufduell verliert auch dieses. Sie verschwenden die Chancen am laufenden Band. So, und jetzt kommt Rom über Dein. Oh nein, Gulan kann hier den Ball nicht annehmen. Trotzdem bleibt Rom am Drücker. Wieder über die linke Seite und jetzt Pjanic am Ball. So, da ist natürlich Sharabi mit dabei, da ist Francesco Totti mit dabei. Nein, Gulan. Rom jetzt mit Druck, mit Platz, mit dem Ball. Und jeder verpasst hier. Medi Benat hier und Francesco Totti verpassen beide. Genau, nächste Chance, wieder gut durchgespielt, der Rossi diesmal. So, was machst du jetzt raus? Hoi, hoi. Es geht ja ein bisschen drunter und drüber hier bei den Bayern. Wirkt nicht sattelfest, aber jetzt die Konterchance. Jetzt die Konterchance über Rafinha. Der sieht Thomas Müller. Und Müller bekommt den Ball nicht, weil Costa da. Ach, es geht drunter und drüber. So, 4 Minuten noch. Wer macht das Tor? So, nächster Ball hier zu Kimmich. Komm, bringt den Ball. Oh, wieder zurück und dann verliert er ihn. Und Rom drückt. Und Rom will hier den Punkt mitnehmen. Man merkt sie nicht an, die wollen hier den Punkt mitnehmen. So, nächste Chance hier. Kimmich zieht ordentlich am Trikot des Gegenspielers und nächster Fehlpass. Rom spielt zu unkonzentriert, aber drückt. Das ist ein Gulan. Nächste Chance. Da ist Sharabi. Dann der Fehler von Rafinha. Sharabi und Manuel Neuer. Manuel Neuer in der letzten Minute. Und jetzt gibt es nochmal Eckball. Und jetzt wird es natürlich nochmal richtig laut hier im Stadion. Jetzt geht hier nochmal richtig die Post ab. Eckball. Kommt der Torwart? Ja, er kommt, aber er kommt wahrscheinlich zu langsam. Ja, Mohamed Salah wartet leider nicht so lange. Und da Manu, oh, das war gefährlich. So, und jetzt soll es natürlich schnell gehen. Da ist Müller. Ah, Müller. Und sofort wieder Rom im Angriff. Und da ist der Ausgleich. Und da ist der Ausgleich in der letzten Sekunde für die Römer. Und es ist El Sharawi. Stefan El Sharawi. Der macht den Ausgleich für die AS Roma. Müller mit dem Ballverlust. Und dann ist Sharawi hier zu frei. Und er passt, und er passt, und Rom schießt den Ausgleich. Manuel Neuer macht sich so lange er will, da kommt er nicht ran. Der ist klasse geschossen von Sharabi. Und im Großen und Ganzen, mit Kampfeswillen, ist das verdient. Die Bayern zu verschwenderisch mit den Chancen. Und Sharabi, Stefan El Sharabi, mit dem Tor in der letzten Sekunde. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen bitter für die Bayern, aber ganz ehrlich, wenn man solche Riesenchancen liegen lässt, solche Angriffe, solche Konterchancen liegen lässt, dann hat man einfach keinen Sieg heute verdient. Und das sieht der Schiri auch so. Er beendet das Spiel. Die Bayern sind damit heute auf jeden Fall wieder ein bisschen eingebremst worden. Rom hat es geschafft. Sie nehmen den Bayern wichtige 2 Punkte ab. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat Real Madrid gemacht? Klar, wenn Real verloren hat, dann sind wir trotzdem Meister. Also, dann hoffen wir mal, dass vielleicht Dortmund gegen Real Madrid gewonnen hat. Robben lässt sich trotzdem feiern. Ganz ehrlich, ein Punkt in Rom ist nie verkehrt. Und Chesney war heute einfach überragend gegen Robben. Die zwei haben sie in der ersten Halbzeit ordentliche Duelle geliefert. Und ja, zum Schluss heißt es allerdings nur 1:1. Der Lucky Punch in der Last Minute durch Sharawi. Hier nochmal der Schuss von Thomas Müller. Der war auch nicht schlecht. Kann auch reingehen an guten Tagen. So, wie sieht es bei der Bilanz aus? Ja, die Bayern zu viele Chancen liegen gelassen, das muss man so sagen. Und beste Spieler Manu Neuer, Robben, Ribéry war auch stark, der Rest ein bisschen durchwachsen. Und ja, bei Rom mal wieder ganz klar der Torhüter Szczęsny. Gut, dann gehen wir weiter und schauen, was Real Madrid gemacht. Und Real Madrid spielt auch 0:0. Ja, da haben sie jetzt natürlich einen riesen Point liegen lassen, die Madrilenen. Gut. Also, jetzt schauen wir auf die Tabelle. 4 Spiele sind es noch. Und jetzt wird es so langsam fast nicht mehr machbar für Real Madrid. Der FC Bayern München hat immer noch 12 Punkte Vorsprung, hat ein deutlich besseres Torverhältnis und es sind nur noch 4 Spiele. Das heißt, es sind nur 12 Punkte möglich. Real Madrid muss zaubern. Sie müssen zaubern, wenn sie das noch schaffen wollen. Unten, ja, der Punkt hat Rom nicht schlecht getan, haben jetzt 30 Punkte, Zenit letzter Besiktas, sieht er wohl auf Platz 18 und so weiter. Beim nächsten Mal müssen wir gegen Benfica Lissabon, wir schauen mal ganz kurz auf den Kalender, gegen wen wir noch alles müssen. Also Lissabon und Porto, die beiden stehen ganz unten drin
Und dann eben noch Platz 2 und Platz 3 Real Madrid und Manchester United. Ja, ich glaube, das werden ordentlich spannende Spiele. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zuschauen. Mach's gut und bleibt dabei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder gegen Benfica Lissabon. Bis dahin und ciao.